Wir haben bis jetzt viele Sachen gesehen, die man mit endlichen Automaten, mit regulären Ausdrücken machen kann, was die also können. Und in diesem Video gucken wir an, was endliche Automaten nicht können, was man damit also nicht lösen kann. Und wir werden sehen, dass es im Wesentlichen das Zählen betrifft. Sie können nämlich nicht zählen. Betrachten wir dazu mal folgendes Beispiel: einfach einen Kaffeeautomaten. Dieser Kaffeeautomat, der hat eigentlich nur zwei Anforderungen. Die erste Anforderung ist, dass der Kaffee 20 Cent kostet. Dafür soll er verkauft werden. Und der Einfachheit halber nehmen wir an, dass der nur 10 Cent Münzen akzeptiert. Alles andere passt da nicht rein und da müssen wir uns keine weiteren Gedanken drüber machen. Wenn wir jetzt mal versuchen, dieses sehr einfache Modell zu realisieren, mithilfe eines endlichen Automaten, dafür so eine Steuerung, so einen Controller herzustellen, dann könnte das vielleicht die erste Idee sein. Wir haben drei Zustände. Lassen zuerst eine Münze eingeben und danach nochmal eine 10-Cent-Münze eingeben. Dann sind wir hier in dem Zustand Q2. Da können wir dann den Kaffee ausgeben. Soweit prinzipiell gar nicht schlecht. Wenn man jetzt dieses Modell aber ein bisschen genauer anguckt, stellt man fest, dass man, nachdem man 20 Cent eingeworfen hat, dass man dann keine weiteren Münzen eingeben kann. Wir haben quasi modelliert, dass sich dann dieser Münzeinwurfschlitz schließt, weil dieser Automat ist nicht in der Lage, mehr Münzen zu akzeptieren. Das geht nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig vielleicht. Könnte man abhelfen, indem man so eine Kante zu sich selber einbaut, so eine Schleife in Q2 einbaut. Dass man sagt, okay, wenn in Zustand Q2, dann haben wir ja gezählt, dass 20 Cent eingeworfen wurden. Der Aufsteller der Automaten ist also zufrieden. Wir geben keinen Kaffee kostenlos oder günstiger raus, als es sein soll. Aber wir erlauben, dass danach noch weitere Münzen eingegeben werden. Das ist prinzipiell gut, hat aber den Nachteil, dass kein Wechselgeld gegeben wird. Das freut insofern den Aufsteller, das ist ja auch unser Auftraggeber wahrscheinlich, aber ist natürlich für den Benutzer nicht so ganz ideal. Also hier haben wir dann kein Wechselgeld. Problem ist, der unterscheidet eben nicht, wie viel Münzen jetzt wirklich eingegeben wurden in dem Automaten. Wenn wir anfangen wollen zu zählen, müssten wir weitere Zustände hinzufügen. Zum Beispiel jetzt bei diesem Automaten denken wir, ah, okay, zwei Münzen mehr, da können wir noch mitzählen. Das heißt, wenn der Kunde, nachdem er 20 Cent eingeworfen hat, nochmal eine Münze einwirft oder nochmal eine Münze einwirft, dann ändern wir entsprechend den Zustand und merken uns da, dass wir dem Kunden noch Geld zurückgeben müssen. Und sobald er einen Kaffee ausgewählt hat, dann bekommt er ein oder zwei Münzen zurück, je nachdem. Es funktioniert relativ gut. Allerdings ist hier das Problem, dass wir da eine obere Schranke haben, weil das nur bis maximal 40 Cent funktioniert. Danach geht es nicht. Leider gibt es eine solche obere Schranke immer, weil wir müssten ja jedes Mal, wenn eine neue Münze eingeworfen würde, müssten wir wieder einen Zustand wechseln, um uns das merken zu können, weil wir nur im Zustand unser Wissen über die Eingabe uns merken. Dann brauchten wir aber immer mehr Zustände. Die Anzahl der Zustände ist aber begrenzt, die ist ja von vornherein fest. Es muss eine endliche Anzahl an Zuständen sein und die wird zum Designzeitpunkt wird die festgelegt. Die ist unabhängig von der Eingabe. Das heißt, egal wie viele Zustände wir vorsehen, irgendwann wäre der Benutzer in der Lage, mehr Münzen einzuwerfen, als wir Zustände haben, um das zu unterscheiden. Gut, wir abstrahieren jetzt von der physikalischen Möglichkeit, dass irgendwann natürlich der Tank voll ist, der die Münzen enthält. Aber unabhängig davon haben wir hier auch bei dem Controller ein gewisses Problem an der Stelle. Es ist nämlich so, dass die Speichergröße ja fest ist und die ist unabhängig von der Eingabe und deswegen kann man nicht unendlich hoch zählen, nicht beliebig hoch zählen, sondern es gibt immer eine obere Schranke. Es gibt tatsächlich eine benutzerfreundliche und Aufsteller zufriedenstellende Lösung dieses Problems und die Lösung wäre einfach, die Münze direkt zurückzugeben. Das wäre möglich. Wir merken uns das nicht, also immer wenn eine Münze zu viel eingegeben wird, dann geben wir es direkt zurück. Wir würden hier an der Stelle also einfach nur die Reihenfolge ändern zwischen dem Coin Return und dem Coffee. Wir würden das Coin und das Coin Return jeweils zusammenfassen und eben nicht trennen durch das Coffee in der Mitte. Und dann wiederum funktioniert es.